So, hallo aus Mallorca, aus Palma. Jetzt doch nicht live. Eigentlich wollte ich live gehen, aber irgendwie bricht mir der Livestream immer wieder ab mit beiden Karten, mit beiden Handynetzen. Wir haben ja heute über 22 Grad. Unsere Weihnachtsmärkte beginnen. Also die Weihnachtssaison geht los, die ersten Weihnachtsmärkte. Und ich wollte euch mal ein paar Eindrücke eigentlich live mitbringen. Das klappt nicht. Jetzt nehme ich sie einfach auf, schneide sie nachher und schicke sie euch dann gleich hoch. Viel Spaß mit dem Video und denkt dran, die nächsten Tage werden sicherlich noch mehr Videos kommen. Einfach abonnieren unseren Kanal, dann wird er darüber sicherlich informiert. Und jetzt viel Spaß mit den Bildern vom ersten Weihnachtsmarkt hier in Palma. So, hier, das ist jetzt hier die Plaza Mayor. Das ist ja natürlich auch noch am Aufbauen. Trotzdem ging es jetzt heute los. Wir haben hier ja so die typischen mallorquinischen oder den typischen mallorquinischen Weihnachtsmarkt. Hier haben wir die Cacaner. Da gab es auch mal eine Merkel davon. Es gab mal eine Merkel Cacaner. Die habe ich noch im Laden, aber die sehe ich jetzt nicht mehr. Ja, das sind die typischen. Ja, eigentlich ist eine Tradition aus Katalonien, aus Barcelona. Diese Krippefiguren, die irgendwo versteckt werden und immer irgendwelche Prominenten dann praktisch da sitzen. Und ja, man sieht es dann von hinten, so einen Kackhaufen machen. Ja, und da werden immer alle möglichen Prominenten, international, Politiker, Schauspieler und so weiter, dann genommen. Ja. Gut, ist jetzt nicht ganz live. Wenn ihr es seht, wird es wahrscheinlich schon eine Stunde her sein, ungefähr 2 Stunden. Aber egal, wann auch immer ihr es seht, ist der erste Eindruck vom Weihnachtsmarkt, vom ersten Weihnachtsmarkt. Ist natürlich noch nicht so ein typischer Weihnachtsmarkt, wie wir es in Deutschland kennen. Ja, also ist alles sehr... Wobei, wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, dann waren zum Beispiel hier oben ist jetzt schon mit Licht beleuchtet. Selbst das war vor ein paar Jahren. Und vor ein paar Jahren war es einfach nur Stände aufgemacht. Und gut, aber schon lustig bei 22 Grad, dass der Weihnachtsmarkt eröffnet und das sogar noch vor Toten Sonntag. Eigentlich beginnt doch die Weihnachtszeit erst nach dem Toten Sonntag, rein kirchlich gesehen, rein christlich gesehen. Also eigentlich erst ab Montag, weil ich glaube, diese Woche ist Toten Sonntag, oder? Ja. Und dementsprechend eigentlich erstaunlich, dass schon vor Toten Sonntag im katholischen Mallorca die Weihnachtsmärkte aufmachen. Aber vielleicht ist es hier... wird es dann auch nicht so eng gesehen. Ja. Die sind ja auch ganz typisch hier für Mallorca. Diese Figürchen, ich weiß jetzt leider gerade nicht, wie sie heißen. Aber auch ganz typisches mallorquinisches. Ja. Seifen. Ganz viele Dämonis. Teufel. Ja. So, und das war dann auch der kleine Weihnachtsmarkt schon hier auf dem Plaza Mayor, also auf dem Hauptplatz in Palma. Wir laufen mal gleich hinten die Treppen runter. Da unten ist nämlich auch immer noch ein Weihnachtsmarkt und ich glaube, bin aber nicht sicher, da stehen auch schon die ersten Stände. Das weiß ich aber gar nicht. Genau, werden wir aber gleich sehen. Hier hat wieder Louis Vuitton eine Außenstelle. Fast nur Louis Vuitton heute. Ah ne, da liegt auch Gucci. Gucci und Louis Vuitton arbeiten zusammen. Und dann beginnen heute auch schon irgendwo die ersten Weihnachtsbasare. Gerade hier oben im alten Kloster ist heute ein Kulturzentrum. Da ist heute und morgen der erste Weihnachtsbasar. Morgen gibt es dann hoffentlich live das Anschalten der Weihnachtsbeleuchtung. Ich muss heute Abend echt nochmal schauen, warum das hier mit live heute ständig abgebrochen ist. Ich muss nochmal irgendwie, ich glaube, ich muss noch ein, zwei Mal live kommen heute, um es einfach mal zu testen, was das war. Weil komisch ist vor allem, ich habe es jetzt mit zwei verschiedenen Karten probiert, also mit zwei verschiedenen Internet und beide sind
abgebrochen. Oder im ehemaligen Burger King hatte jemand einen Störsender, hat gesagt, ausmachen. So, und der hier unten, wo wir jetzt gerade hinlaufen, die Treppen runter vom Plaza Mayor, gefällt mir eigentlich optisch wesentlich besser. Oder was heißt besser? Er ist anders. Er geht eher so in die Richtung, wie wir es halt auch haben. Da sind schöne kleine Essenstände dann irgendwann und abends schön beleuchtet. Ein bisschen weihnachtlicher. Aber auch da werde ich bestimmt nochmal abends vielleicht auch mal mit Sandra zusammen ein Video machen. Guck mal, da seht ihr schon, da unten sind ziemlich viele Stände schon. Mal mit Sandra zusammen ein Video machen. Und hier. Ach so. So, das seht ihr hier oben, das ist dann schon mal ein Teil der Weihnachtsbeleuchtung, die dann morgen angeht. Ich hoffe, dass morgen der Livestream klappt und nicht wieder abkackt. Wir werden es sehen. Gofres, also Waffeln. Und hier seht ihr auch schon, oh, hier riecht es nach Räucherstäbchen. Ne? Ja, genau. So, die Uhren, die wir auch schon gemacht haben mit Kaprabock im Ofen, heiß gemacht. Und dann haben wir hier, ja, viel Handwerks- und Schmuck. Die machen immer ganz coole Sachen hier mit den Schallplatten hier. Ja, ja, der macht immer ganz coole Sachen. Ja, der ist immer auf allen Märkten hier mit den Schallplatten. Ja. Blumen, die stehen das ganze Jahr hier. Die sind immer da, die Blumenstände hier auf dem Ramblas. Ja. Aber es ist auch wieder typisch Mallorca. Gell? Bei uns in Deutschland, wenn es morgen, wenn es um 10 Uhr anfängt am heutigen Tage, wäre alles aufgebaut und fertig. Hier machen die Weihnachtsmärkte heute auf, heißt aber, sie bauen erstmal noch auf. Also heute wird erstmal noch eingeräumt, dekoriert, aufgebaut. Aber es ist einfach auch verdammt früh. Das ist echt verdammt früh dieses Jahr. Ich habe heute Morgen mit Sandra gesprochen und gesagt, irgendwann heißt es dann mal Ende August. Erst Weihnachtsmärkte machen auf. Hier ist ein Kerzenstand, der macht so Kerzen, den sieht man jetzt nicht mit, mit Duft. Der baut gerade noch komplett auf. Wie gesagt, es war euch nur mal zu zeigen, dass der Weihnachtsmarkt offen hat. Das richtige Ambiente kommt dann, wenn wirklich endlich alle eingeräumt haben und aufgemacht haben. Da gibt es Holzbretter zu kaufen. Noch. Und was auch toll ist in Palma, die hängen jedes Jahr ihren Schmuck anders. Dieses Jahr hängen oben diese Kugeln, die dann leuchten. Irgendwann die letzten Jahre waren mal so Stäbe, die von oben nach unten wie so LED-Lichter, so Schneeflocken nach unten gehen. Also jedes Jahr wird alles ein bisschen anders dekoriert. Und ich denke dann, vom Weihnachtsmarkt reicht es auch schon als ersten Eindruck. Weil, wie gesagt, Weihnachtsmarkt ist eigentlich eh immer schön, wenn er abends auf hat, wenn alles beleuchtet ist und alles offen hat. Das werdet ihr sicherlich die nächsten Tage mal noch mitbekommen. Also darum nochmal zum Abschluss, vergesst nicht, uns ein Abo zu geben. Dann bekommt ihr auch mit, wenn weitere Videos kommen. Und ja, das war's für heute. Macht's gut, bleibt uns gewogen. Liebe Grüße von Patrick vom Cancun Gourmet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.